Now thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Moin Leute, was geht ab? Und zwar haben uns Marikana und ich heute gedacht, wir werden ein Video zusammen machen. Nicht wahr, Marikana? Ja, habe genau. Ich auch gedacht. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal abchecken, Abo da lassen. Und somit fangen wir mit dem Hauptthema an. Und zwar haben wir uns heute gedacht, jo, wir müssen so überlegen, wie bekommt man am schnellsten Developer an den Start? Wie ihr wisst, Marikana ist bei uns auch Developer. Frage. Genau. Genau. Und wie bekommt man Developer am schnellsten an den Start, sodass der Server halt etwas wird, beziehungsweise, okay, nicht zwangsläufig etwas wird, aber dass das schon mal ein bisschen Potenzial hat. Und was glaubst du, Marikana, wie bekommt man am schnellsten Developer? Ich würde sagen, auf jeden Fall sollte man ein gutes Serverkonzept haben, man sollte strukturiert arbeiten an seinem Server. Und was denkst du? Ja, strukturiert am Server arbeiten. Du musst dir vorstellen, ohne Developer ist das Ganze wahrscheinlich relativ schwer, sich ein eigenes Konzept auszusuchen, oder? Weil man ist da schon auf Download-Plugins angewiesen, vorausgesetzt, man kann selbst nicht programmieren. Wenn man selbst programmieren kann, hat man da wahrscheinlich einen Vorteil, aber ansonsten ist man da schon ziemlich aufgeschmissen. Ja, leider. Man kann sich ja auch in Foren informieren, zum Beispiel Minecraft-Forum etc. Wie man programmiert oder wie? Ja, nach Programmierern. Ach so, nach Programmierern suchen. Ja, okay. Genau. Ja, aber ich denke mal, es wird sowieso kein Programmierer kommen. Ich denke mal, das können auch die meisten so bezeugen. Das, also, es gibt generell so viele Server, aber was sind so die Kriterien für Developer, die man eigentlich so beachten sollte? Da gibt's doch irgendwas. Neues Serverkonzept auf jeden Fall. Ja, ein Serverkonzept, nur das ist halt schwierig, ohne Developer irgendwas Neues zu machen. Ja, gut. Also, ich glaube, man sollte erst mit einem vernünftigen Equipment anfangen. Das heißt, man sollte vielleicht keinen Game-Server Nitrado haben, vielleicht einen eigenen V-Server bzw. Root-Server, damit man schon ein bisschen was Vernünftiges hat, womit man anfangen kann. Ich denke mal, das ist schon mal Nummer 1, oder? Ja, und auf jeden Fall den Developern eine Sicherheit bieten, dass nicht auf einmal in einem Monat alles weg ist. Ja, das vielleicht auch. Das heißt, ihr sagt einfach, beziehungsweise ihr zeigt es auch, dass, dass beispielsweise, okay, ich muss jetzt so einen Teamchat holen, dass beispielsweise der Server echt noch für ein, keine Ahnung, für ein halbes Jahr oder sowas verlängert ist, dass es kein Problem ist und so weiter. Ich denke mal, dann hat er auch mehr Zeit und ja, er wird auch generell mehr Lust bekommen, das Ganze zu machen. Boah, Junge, hab ich gerade Angst bekommen. Und ich denke mal, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Also einfach ein bisschen dem Developer Sicherheit bieten, ihm vor allem respektieren und vor allem auch seinen Wünschen nachkommen. Ihm vielleicht auch mal ab und an eine Belohnung geben, beziehungsweise einfach gut mit ihm in Kontakt stehen. Und dann dürfte das Ganze eigentlich kein Problem sein, den Developer bei sich zu behalten. Nur das Finden ist meiner Meinung nach schon das Schwierigste. Ja, apropos, ich habe einen Bogen für dich. Das ist ein Bogen für mich, das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich ehrlich sein soll, wie soll man wirklich Developer finden? Auf jeden Fall vielleicht so eine Servervorstellung machen auf YouTube oder so, damit sie schon mal erste Einblicke bekommen können. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so bad, muss ich sagen, ja. Wie machen wir das jetzt? Oh, ja. Schon mal gut. Gut, alles klar, dann haben wir den jetzt auch. Gucken wir mal, was bei uns jetzt so abgeht in der Base. Nicht viel, muss ich sagen. Ist schon mal ganz gut. Läuft. Ich würde sagen, ich gehe erst wieder zurück. Wo? Ach, da? Ja. Okay, dankeschön. Ja, gut. Also, Serve-Vorstellung ist an sich, glaube ich, nicht verkehrt. Aber ihr müsst unbedingt darauf achten, dass es wenigstens mit Qualität aufgenommen ist, sodass man halt direkt einen guten Eindruck von euch hat. Und dass man sich jetzt nicht wirklich auf 0815 Kindergarten vorbereiten muss als Developer. Ich denke mal, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Auf jeden Fall. Also wirklich darauf achten, dass der Server wirklich angenehm ist zum Spielen. Dass man keine Download-Plugins bzw. ja gut, Download-Plugins vielleicht. Man sollte schon so weit wie möglich versuchen, so zu machen, dass man wirklich merkt, jo, man ist ja auf einem Server, wo sich verdammt viel Mühe gegeben worden ist. Und ich denke, dann dürfte es auch gehen. Das heißt, ich denke, wir können festhalten, vernünftiges Equipment. Ja. Guter Umgang mit dem Developer. Auf jeden Fall. Und ansonsten vielleicht noch mehr, also wirklich Zeit investieren in das ganze Projekt, das dürfte wahrscheinlich auch noch Voraussetzung sein. Man sollte einen guten Ruf haben auf jeden Fall. Genau, guter Ruf, falls vorhanden. Und ansonsten probieren, wie am meisten YouTube-Videos zu drehen und dort den Server vorzustellen und sagen, dass man Developer sucht. Das ist meiner Meinung nach so das Beste, was man wirklich machen könnte. Ja. Um halbwegs Erfolg zu haben in der ganzen Sache und damit sich das Ganze auch wirklich lohnt.
Und deswegen denke ich mal, wir sind hier schon zu einem relativ schlüssigen Ergebnis gekommen. Würde ich auch sagen. Genau. So. Alles klar, Leute, ich würde sagen, ich spiele jetzt nochmal kurz die Wertlos, weil wir spielen die Runde noch zu Ende. Und das ist schon mal eine Seltenheit, dass man auf Revi gewinnt. Also, ich meine, wir sind gerade auf dem besten Weg. Aber, ja. Jungs, wir schaffen's. Wir schaffen's. Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Sieht ziemlich gut aus. Sieht ziemlich gut aus. Ach, wir müssen auch noch gegen einen spielen. Yep. Hey, das haben wir eh gleich. Hey, wo ist der überhaupt hin, der Typ? Okay, das Bett haben wir schon mal. Och, unser Bett wurde zerstört. Wenn er bei uns ist, dann töte ich ihn kurz. Wir sind hier im Grün, oder? Nee, ich bin rot. Rot. Das ist da hinten. Da hinten sollte es irgendwo sein. Okay, es ist natürlich jetzt ein bisschen dumm, aber das packen wir schon. Wird schon. Ich meine, vielleicht hat er keinen Bogen. Er hat einen Bogen. Hat er? Warte, chill mal. Verkrack jetzt nicht mal, da kann er. Nope, ich lebe noch. Ich komme mal von der anderen Seite, mal gucken. Lenk dich mal ein bisschen ab. Mach ich. Oh, der sieht mich nicht. Komm runter mit ihm. Ja, das ist weg, easy. Haha, geil. Leute, wir haben es. Wir haben auf Revi gewonnen, ja. Ich habe auf Revi gewonnen, ja. Geil. Und zwar, ja, wie gesagt, falls euch das ganze Video gefallen hat, würde ich freuen, wenn ihr euch einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht auch eure eigene Meinung dazu schreibt. Und wie gesagt, schaut bei Maracana vorbei. Videobeschreibung und Link, ne? Das passt gut zusammen. Und somit sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss.